Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einer neuen Folge Live in the Woods. Bei diesem wunderbaren Regen und dieser herrlichen Musik im Hintergrund werden wir schauen, dass unsere Gartenanlage weiter gedeiht. Und hier verdammt nochmal keine Heuschrecken in meine Gartenanlage reinkommen. Ja, Leute, das letzte Mal, gestern besser gesagt, haben wir ja aufgenommen mit dem lieben Erfin. Und Erfin ist heute leider nicht da. Das macht aber nichts, weil der Erfin, der kommt ein andermal. Heute kommt der liebe Marvin. Ich habe euch ja gesagt, langsam, Stück um Stück, kommen Leute hier auf den Server, ne? Das ist einfach so. Das ist so, weil ich das sage, ist das so. Ganz einfach. Optionen. Jetzt müssen wir erst Grafikeinstellungen. Author. Vollbild. Vollbild an. So. Und dann haben wir nämlich auch alles. Seht ihr? Ne? Seht ihr das? Wenigstens hüpft er auf dem Weg. Wag es ja nicht, du blödes Missvieh. So eine Schrecke. Oh, erstmal ein bisschen Weizen hier pflanzen. Zack, zack. Wir haben noch ein bisschen. Also machen wir hier auch noch Blech voll, ne? So. Ja, es wächst so langsam. Wächst es. Ich bin happy. Wir haben eine Bienenkönigin gefunden. Das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Und vom Dach her kommen natürlich die Viecher auch, ne? So, und wir müssen uns jetzt kurz überlegen, wie wir das machen. Erstmal müssen wir den ganzen Stuff loswerden hier. Ich hoffe, die Musik ist jetzt nicht zu laut. Ich glaube, sie ist ein bisschen zu laut. Darum mache ich es jetzt nochmal kurz ein bisschen leiser. Und natürlich fällt gleich alles wieder zusammen hier. Optionen, Grafikeinstellungen, Autos, Vollbild an, Vollbild aus. Zack. So. So, dann würde ich mal sagen, ja, oh, wir haben Kaktusgrün, alles klar. Dann haben wir hier noch ein paar Karottchen. Das kommt eigentlich ins Essen rein, das auch. Wir haben noch 20 mal Zucker. Hühnchen haben wir noch ein bisschen. Crab, Crab. Die Biene kommt hier rein und der Rest kommt außen ran. So, wir haben ja hier jede Menge. Ach, guckt euch das an. Und der Bambus wächst. Wie geil. Alter, das ist richtig cool. Bambus gibt Dünger. Und Dünger brauchen wir. Und guckt euch mal an, ne? Der Bambus, der gibt einfach Dünger ohne Ende. Alter, wie geil. I love it. Ohne Witz, Leute. Das Eichensetzling und noch ein Eichensetzling. Okay, ich bin der Meinung, dass wir hier erstmal den ganzen Bambus wegmachen und uns eine kleine Bambusplantage anbauen, ne? So wirklich schön, wie es sein muss. Und zwar werden wir die, wo werden wir die denn bauen? Macht das Sinn hier hinten? Ja, komm, wir machen hier die Bambus-Geschichte, ne? Guckt euch das an, wie der Mist wächst hier. Aber der Bambus wächst richtig schnell. Ach ne, die hier nicht. Aber hier und hier, ne? Hier, hier, hier. Hier, hier. So, bis hierhin machen. Machen wir Bambus. So, ich geh mal pennen.
Das macht auch sehr viel Sinn. Sonst hinlegen. Also der Bambus ist richtig nice. Der wächst wirklich wie blöd. Guck dir das so an. Alter, der ist besser als der Zuckerrohr. Ihr müsst hier weg. So, und ihr kommt noch hier hin. Nee. So, genau. Und hier kommt einer hin. So, und du kommst auch weg. So, und dann kommt hier noch einer hin, ne? Und hier kommt noch eine Reihe. So. So, jetzt haben wir es, glaube ich, ne? Kommen von der Seite und der Seite rein. Super. Gefällt mir. Können wir hier dann noch ein bisschen Kies oder so legen. Oder mit Sand, damit das hier ein bisschen schöner aussieht, wenn man durchläuft. Und ich habe immer noch 13. Ich habe jetzt jenes Bambus gepflanzt und ich habe immer noch 13 Stück. Und daraus machen wir natürlich gleich wieder Kompost. Also Leute, langsam nimmt das hier Gestalt an, weil ich und Erwin haben uns ja gesagt hier. Na? Was könnte es Besseres geben als Kompost? Und der wird hier in Mass produziert, wenn ich mir das jetzt angucke hier. So. Leuchte ihm jetzt nämlich ein bisschen hier. Und dem hier packen wir auch noch ein bisschen was rein. Aber sonst noch was, was wir nicht brauchen? Die Mushrooms müssen wir kaufen, die Federn brauchen wir. Und wir haben 20 Kompost. Na, das ist doch schon mal ein Anfang hier. Alles klar. Jetzt können wir das nochmal versuchen. Wo geht denn das nicht? Mischt. Ich dachte, das geht. Aber dem scheint nicht so, ne? Kann man das hier? Okay, das war Eichenholz. Kann man das jetzt irgendwie verbinden hier? Versuchen wir das mal hier auf der Workbench. Ich brauche gleich noch was zu essen. Das hier mal zack. Ich weiß nicht, ne? Ne, geht auch nicht. Ja, wenn das mal jemand weiß, ne, darf er mir das natürlich sehr gerne schreiben. Unten in die Kommentare. Und dann. Ja, werden wir mal gucken. Weißer Farbstoff. Wir haben ein Ei. Gut, da würde ich mal sagen, Hühnerfüttern steht noch an und das Dach. Und dafür brauche ich Kalk. Und Kalk habe ich, glaube ich, so viel wie mir ist, habe ich den draußen abgelegt. Marble, Kreide. Nur 6 Stück? Ich habe nur 6 Kreide. Ich habe noch mehr als 6 Kreide eingesammelt. Alter, der Bambus wächst. Alter, der Bambus wächst. Okay, unser Dünger ist gesichert. Aber sowas von. Wenn ich das gewusst hätte, ey. Habe ich das echt noch an der. Erstmal zumachen. So, dann können wir hier mal ein bisschen Dünger verteilen. Hier noch ein bisschen. Die kriegen auch noch ein bisschen was hier. Und. Du noch und du und du und du und du, du und du und du und du. Okay, jetzt habe ich keinen mehr. Das ist 71%. Oh,
Zucchini sind gewachsen, sehr schön. Unser Garten wächst ohne Witz, Leute. Sind hier richtig gestartet an. Ist auch ready zu ernten, das auch. Ich glaube, hier hat sich irgendwo noch ein paar Kartoffelchen. Ja. Das ist der Nachteil. Ach, hier hatten wir noch Kartoffeln. Und hier hatten wir auch nochmal zwei. Sehr schön. Ein paar Auberginen. Und ein paar Tomaten. Läuft doch. Erdnüsse. Radieschen. Nochmal Kartoffeln. Bisschen Weizen. Alter, wie das jetzt läuft hier. Jetzt gibt es richtig Futter hier. Jetzt muss man das nur noch irgendwie... Okay, Cotton ist noch am Wachsen. Dann würde ich sagen, wir machen hier noch mal ein paar Zucchinis. Und den Rest. Essen wir mal das grüne Zeug, ne? Außer den. Und die werde ich auch essen. So. Auch nicht das. Okay, die Früchte geben auch noch ein bisschen was. Und hier haben wir noch einen Weinstock. Sehr schön. Ja, es fängt hier an zu gedeihen und zu wachsen. Also ich bin echt glücklich, dass das jetzt hier ein bisschen funktioniert. Auch der Regen scheint ziemlich wichtig gewesen zu sein, dass das funktioniert hier. So. So würde ich mal sagen. Hoch die Hände. Noch kein Wochenende. Wir gehen jetzt mal Kartoffeln braten. Sehr schön. So, was haben wir hier noch? Nichts mehr. Für Tomaten. Wächst am besten in Forest und Plains. Okay, alles klar. Beeren. Forest and Plains, Forest and Plains, Forest and Plains. Und den Weizen, den kennen wir ja schon, ne? Zack. Machen wir auch gleich mal hier. Nehmen wir mal ein paar Brote. Weil nachher kriegen wir ja noch Besuch und ich nehme an, dass der Besuch auch Hunger haben wird. Und wir essen jetzt mal ein Brötchen. So, jetzt sind wir voll. Und wie viel Holz haben wir noch dabei? Komm, machen wir hier gleich nochmal. Ein paar Kisten. Oder besser gesagt, wir machen nicht nur Kisten, wir machen uns auch hier gleich warte mal. Erstmal. So, machen wir mal 5. Das war so, ne? Storage. Store. Hier gibt es nämlich diese Storage-Dings. Dwarfs, Holster, Quadrar. So, wir brauchen. Was brauchen wir denn? Trottel. Aber geht auch. Alles klar. Okay, geht auch. Huh. Wollte gerade sagen. Also, wir brauchen die Kisten. Einmal hier, hier, hier und hier. Und wir brauchen einmal ein schönes Kreuz. Ach nee, dann gibt's nur die halben. Wir wollen natürlich keine halben, wir wollen ganze. Houston, now we have a problem. So, okay, ich brauche eh nur 3. Inventory. Wir haben 24 Holz, das können wir löschen. Das brauchen wir nicht mehr. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, so.
Da hätte ich gerne den, den, den. Und dann baue ich den jetzt nämlich hier mal. Einfach hier direkt an die Wand, ne? So. So. Dann nehmen wir jetzt dunkles Holz. Weil, ist so. Es gibt der ganzen Sache ein bisschen einen Unterhalt, ne? Es ist dann nicht die gleiche Farbe wie der Boden. Das heißt, es gibt eine kurze Abstufung dazu. Und das finde ich eigentlich ganz schön. So. Alles klar. Jetzt haben wir hier Tomaten. Alter, wie cool. Was haben wir denn an Futter hier? Okay, wir brauchen jede Menge Kisten. Wir brauchen jede Menge Holz. Okay, ich habe 3 Stück von denen. Krass. Oh, ist jetzt schon wieder dunkel. Gut, dann lege ich mich nochmal hin. Na? Und dann hier. Oh, einen schönen Bohnen. 3. Wir haben jetzt 4 Stück hier, ne? Da können wir nämlich hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Dann patschen wir hier die hier hin. Haben wir hier nämlich schon richtig schönen Space. Richtig schön viel Platz. Bärchen brauchen wir nicht, aber wir könnten die Kartoffeln da reinpflanzen, weil die Kartoffeln sind ja. Aber machen wir mal Essen hier, ne? So, nochmal. Die Erdnüsse nehmen wir auch raus. Und die pflanzen wir auch hier rein. Ja, die ganzen Seeds, die kommen jetzt mal hier rein. Weil ich muss das dann nachher, muss ich das alles noch ein bisschen umpacken, damit das dann auch wirklich funktioniert. Aber zurzeit fehlt es mir leider an jeder Ecke. Und das müssen wir nachher dann gleich nachkorrigieren. So, also wir packen hier mal ein noch. Rohmaterial für das Brot inklusive dem Brot. So, wir schnappen uns 2 und 2 Kartoffeln. So, damit haben wir nämlich ein bisschen was zu mümmeln, wenn es später dann wieder hart auf hart kommt. Und hier haben wir keine Kohle mehr. Dann packen wir das hier rein. So. Jetzt kann man das nämlich den ganzen Stack wieder reinhauen. 1, 2 Kartoffelchen. So. Okay, wir brauchen noch von diesem komischen Stein. Und wir brauchen. Ach, ich mache immer die falsche Kiste auf zuerst. Das ist so dämlich von mir. So. Und wir brauchen. Genau. Davon brauchen wir jetzt jede Menge. Und ich möchte endlich das Dach hier fertig machen. Weil, wenn ich das Dach nämlich fertig habe, dann kann ich endlich auch den zweiten Stock machen. Hier noch mit Kreide vollstopfen, ne? Die 6 Stück, die ich noch habe. Essen haben wir. Da würde ich mal sagen, hier. Top, die Wette quillt oder so, ne? Das hat man noch immer. Die pflanzen wir hier noch ran. Zack, zack. 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 Okay, jetzt habe ich keinen mehr. Alles klar. Eine Eisenpickaxe habe ich noch, eine neue. Eisen habe ich leider nicht mehr. 39 Stück. Habe ich leider gar nichts mehr. Draußen habe ich noch ein bisschen fest. Aber es müsste eigentlich reichen, dass wir noch Eisen finden. Und aus diesem Grund verkrümeln wir uns jetzt hier in unser Bergwerk. Hier braucht es noch Treppen. Treppchen. Und hier braucht es noch Kies. Ich habe keine Schaufel dabei.